Guck mich an, wie süß ich aussehe. Guck an, wie knuffig ich bin. Okay, ich spreche leider kein Robotisch. Sprache zu haben, okay. Du bist kein Zirk. Oh, ich denke, ich bin ein Zirk. Bist du mit deiner Art nicht vertraut? Bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Okay, krieg wir hin. Viel zu gut. Nein, ich bin kein Zork. Du siehst verloren aus, was brauchst du? Gegenstand zeigen. Postkarte. Oh, ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Okay. Orangenfarbenes Neonschild. Okay. Okay. Müssen wir zu Momo und da mal horchen, wie wir hier aus diesem Tal wieder rauskommen. Achso, da kann man nochmal nachfragen, was man, falls man was verpasst hat, okay. Einzige Spur, die wir haben, um hier rauszukommen. Okay, also ein bisschen da oben zu dem Neonschild. Okay, egal. Guck ich mal trotzdem erstmal in Ruhe hier oben und spreche mal mit jedem. Wollte ich gar nicht schlecht. Okay, ein paar sind erstaunt. Er ist irgendwie unglücklich. Oh, er sieht böse aus. Warum da hochgehen? Da ist doch nichts. Will zeigen. Nee, haben wir noch nicht gezeigt. Okay, er mag das, er mag einfach mein Miauen nicht und die anderen sind einfach so todeserstaunt, weil sie sowas noch nie gehört haben. Okay. Gehen wir hin. Was ist mit ihm hier? Sieht ein bisschen müde aus, die sind beide, achso, die sind alle so ein bisschen am Schlafen. Okay, okay, die kann man auch nicht ansprechen. Du weißt, ein Zork. Oh, sehr hübsch. Ist doch so geil, wie einfach unterschiedliche Leute unterschiedlich drauf reagieren. Das ist so cool, ey. Eine sagt, oh nice, hübsch. Der nächste sagt, oh, hast du mal im Büro geredet? Der nächste sagt, geh mich auf den Keks, bleib scheiße, ich bin da meditieren. Viel zu gut. Okay. Okay, die haben auf jeden Fall eine eigene Sprache hier. Die Sonne. Okay, got it. Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Einmal können wir mal ein bisschen kratzen und gucken, was sie davon halten. Okay, juckt sie irgendwie nicht. Ich würde sagen, gucken wir erstmal ein bisschen in der Stadt oben hier. Also von hier sind wir, glaube ich, angekommen. Ach nee, die sind, glaube ich, wieder rechts angekommen.
Die Zurks sind diese komischen orangenen Viecher, die uns verfolgt haben, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, wir können dem auf jeden Fall immer den Gegenstand zeigen. Also jedem können wir, jedem, mit dem wir interagieren, können wir uns jetzt Sachen zeigen. Schöner Traum, okay. Gefälschte Bilder. Okay, ja gut, also die kennen es nicht anders. Okay. Ich kann dir ein Bild anbieten. Leute, das kann ich annehmen. Okay. Okay, er will irgendwas. Was wollte er haben? Okay, also wir kriegen das Stromkabel dafür, dass wir Super Spiritus, also Reinigungsmittel abgeben. Okay, Reinigungsmittel für Notenblatt. Meister auf das Kunstwerk und einem sehr bekannten Künstler. Ende der Energy Drink. Will ich jetzt nicht drin. Okay. Eine Dose Energy Drink, hat er noch irgendwas? Drei Dosen, also wir brauchen schon vier Dosen Energy Drink, okay, um hier alles zu erwerben. Der Marktplatz. Okay, also das ist der Händler hier auf jeden Fall. Trader Boy. Okay. Sonst hat er, glaube ich, nichts. Okay. Also wir brauchen Energy Drink, Reinigungsmittel, viermal Energy Drink und Reinigungsmittel. Okay. Also wenn wir das irgendwo finden, dann sind wir die übelsten Kings hier. Einfach mal ein bisschen ein paar Ebenen nach oben. Das ist das Schöne an dem Game. Man hat halt nicht nur, ja, nicht nur die Horizontale, sondern auch die Vertikale, in die man sich bewegen kann. Auch wenn das jetzt hier nicht wirklich was bringt, anscheinend, weil wir nämlich gar nicht wirklich hochkommen. Aber egal. Prinzipiell wird es funktionieren. Okay, da ist auf jeden Fall der Marktplatz. Das ist rechts von dem komischen Dingsbums-Treff da. Meditationstreff. Hier gibt es zum Beispiel, das sieht nach Drinks aus. Kann ich da irgendwas rausholen? Viel Spaß mit der Katze. Ja, gerne. Energy Drink Speed 2K. Okay, können wir davon jetzt unendlich viel holen? Das wäre übel lustig. Okay, nee, das geht nur einmal pro Automat oder auch nicht mal pro bei dem. Okay, also jetzt ist er aus. Wir haben einmal Energy Drink bekommen. Weil wir müssen ja auch nicht sammeln und dann wahrscheinlich können wir auch erst das Item holen und können damit vielleicht andere Sachen holen. Oh, freut sich auf jeden Fall. Direkt verliebt, ey. Einfach schockverliebt. Sehr gut. Ich bin Musiker, ich habe keine Songs, du bist auch kein Musiker. Kannst du dazu was machen? Ein blauer Himmel. Ha, darüber werde ich eines Tages ein Lied schreiben. Mach das mal. Schon cute, wie manche so gar keinen Bock auf Katzen haben und die anderen sich einfach nur denken, ah, oh, wie süß, was bist du denn für ein komisches vierbeiniges Wesen? Du bist ja cute. Oha. Oha. Oh Gott, die Steuerung ist invertiert. Oh Gott. Oh Gott, scheiße. Hilfe. Du, mach Tüte weg. Da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so weird, das ist so weird. Oh Gott, ich hab's ja losbekommen. Scheiße. Okay. Mal übersetzen lassen hier. Was steht denn da? Okay. Oder bleibt das so? Okay. Ja, kann der hoch? Ich kann da hoch. Ja, kann ich hoch. Okay. Aber das bringt uns, glaube ich, nicht viel. Oh, geheimes Passwort für den Safe. Ja, okay, ich habe das geheime Passwort nicht. Okay, das ist die Hauptquest, okay. Okay, ich weiß leider nicht, wie der Code von dem Safe ist. Wie kriegen wir den denn raus?
Irgendwo an der Wand bestimmt nicht, ne? Boah, ist eine gute Frage. Wie kriegen wir denn den Code raus? Digicode benutzen. Also, da müssen wir mal einen Code eingeben, aber ey, Alter, keine Ahnung, ey. Das ist ja nur ein Safe, der auf dem Schrott liegt. Da kann ja was weiß ich, da hat bestimmt keiner den Code hier irgendwo hingeschrieben. Ich kann jetzt eine von diesen Zahlen hier eingeben, wie zum Beispiel dieses 4825 da, aber ich bezweifle sehr stark, dass das die Codes sind. Ich glaube auch nicht, dass das sehr förderlich ist, hier einfach random irgendwelche Zahlen einzutippen, die an der Wand stehen, und das macht irgendwie keinen Sinn, glaube ich. Aber da das ja hier der, möglicherweise der Safe ist aus dem Laden hier, könnte der Code natürlich irgendwo in dem Laden hier sein. Dass wir überhaupt reinkommen. Wenn wir mal übers Dach versuchen irgendwie. Was bist du denn? Okay, es hat auf jeden Fall so ein bisschen Erinnerung, neue Erinnerung wiedergefunden, okay. Okay. Weiß aber noch nicht, wie wir jetzt hier zu diesem Code vom Safe kommen. Das ist ja auch nur eine Nebengeschichte halt, ne? Aber ich würde das halt schon ganz gerne mitnehmen, so. Wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, also ich habe kein Problem was gegen Backseat Gaming, also wenn ihr irgendwie was seht, was ich nicht sehe, immer raus damit. Deswegen streame ich es ja auch wieder so ein bisschen Community-mäßig hier auch das Ganze. Sonst hätte ich es auch einfach allein spielen können, aber... Ich habe keine Ahnung, wie wir an den Code kommen sollen von dem Safe. Okay. Vito. Weiß nicht, ob uns die Dächer hier irgendwie groß weiterbringen, aber wir sollten auf jeden Fall mit jedem mal sprechen. Ja, genau, das war der Plan. Moment drücken. Oha. Ups. Ob uns das jetzt irgendwas gebracht hat, dem Farbeimer? I don't know. Werden wir sehen. Also ich wüsste halt nicht, wie wir an den Safe-Code kommen. Also wirklich nicht. Keine Ahnung, ey. Der Stadt ist aber auch mega riesig, ey. Keine Ahnung, wo wir hier überhaupt hin können. Das ist halt alles Open-World-mäßig halt, ne? Boah, ey. Das ist schwierig. Okay, jetzt verschiedene Sachen. Postkarte. Ja, genau, okay, ist klar. Tauschhändler mit Energy Drink. Den du hier hast, meine ich. Okay, das ist ein Binärcode. Okay. Vielleicht ist der Binärcode irgendwie was für den Safe. Kann ich mir nicht vorstellen. Das macht irgendwie keinen Sinn, dass das irgendwie zusammenhängt, aber. Okay, auf jeden Fall ist das ein Binärcode. Wir brauchen irgendeinen Techniker. Okay, I see. Und ich habe sich hinlegen, irgendwas ändert. Also ich meine, man schläft ja nicht, es ist ja nicht auf einmal Tag dann oder so. Einfach nur zum Erholen, vielleicht auch wenn man Schaden bekommt oder so, zum Ausruhen oder so. Hier ist noch, auf jeden Fall noch ein Automat.
wir schon zwei Energy Drinks, okay. Wie viel brauchten wir? Vier, ne? Okay. Aber der hat Energy X2 gesagt. Heißt der jetzt X2 oder sind das zweimal Energy Drinks, sodass wir jetzt eigentlich schon vier haben? Ah ne, 2K heißt der, ne, haben wir nichts gesagt. Geheimnisvolle Passwort des Safes. Ach so, steht sogar dran. Geheimnisvolle Passwort des Safes. Also es ist doch das Safe-Passwort. Aber wir wissen es nicht, weil es halt in irgendeinem crazy Binärcode geschrieben ist. Okay, I got it. Okay, gut, dass man sollte ab und zu auch mal sich die Hinweise anschauen, die man da gefunden hat. Und nicht einfach nur sagen, okay, das Bild an der Wand und ja, schön. Also das heißt, wir haben den Code schon. Wir müssen halt nur gucken, dass wir irgendwie... Okay, crazy. Oder so eine alte Bücherei oder so. Oder so ein altes Bücherlager. Vielleicht haben wir jemanden, der das übersetzen kann für uns. Also unser Roboter kann es anscheinend nicht. Cool. Details, Leute, Details. Boah, krass, wie viele Bücher, Mann. Wahrscheinlich keiner mehr, der die irgendwie liest. Das ist allerdings ein Bild von so einem Roboter. Also auch ein schönes Bild. Auch. Also sie haben auf jeden Fall einige Bildchen. Okay, hier haben wir so eine geheime Kuschelecke irgendwie. Ah, okay. Okay. Gegenstand. Basten. Das reicht nicht, dein Safe da dem häufig. Okay, das scheint aber was anderes zu sein, oder? Also entweder ist das ein anderer Safe von dem, weil der stand jetzt Safe hinter Bücher. Oder ist es der Safe, der unten liegt, der einfach nur halt, was weiß ich, entsorgt wurde oder so. Also scheint es doch irgendwie so ein bisschen Hauptquest-mäßig zu sein. Der Safe. Es gibt gar keine richtigen Nebenquests. Oh, das ist eine Side-Mission, kann natürlich auch sein. Machen wir jetzt, gucken wir uns die Gegenstände an. Tasten. Okay, also steht jetzt nur Tasten. Ist das jetzt vielleicht wie den Safe? Und das ist einfach, das ist vielleicht wie, weil das ja ein Digicode war oder sowas, vielleicht ist das einfach der Schlüssel für den Safe. Das könnte gut sein. Ich wüsste jetzt allerdings auch nicht, was hier... Sie meinte jetzt Safe der Büchern. Weiß jetzt nicht, ob hier noch irgendwo ein Safe ist, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich der Safe sein. Können ja mal wieder runtergehen und das einfach ausprobieren. Im Fall klettern wir halt wieder hier hoch. Brauchen auch immer noch zwei Energy Drinks und dieses Reinigungsmittel. Oh, mein Upload sagt gerade irgendwie Riff. Beim Upload gerade los. Vodafone, bitte. Bitte nicht mit dem Upload rumspacken. Sonst haben wir sonst keine Probleme im Internet. So kurz. Jo, okay, er spackt ja übel rum gerade. Hängt sich das gleich wieder, oder? Ah, es normalisiert sich gerade wieder einigermaßen. Okay, sorry für mögliche Buffering-Issues oder so, Leute. Vodafone ist mal wieder klasse. Und ihr wollt noch runter, schon richtig. Irgendwo noch anders? Da, ja, hier. Ah, spacken wir noch rum. Ich hoffe, das fängt sich gleich wieder mit Vodafone. Das ist halt immer so ein bisschen ärgerlich, wenn der Upload nicht mitmacht. Okay, die will Notenblätter haben. Okay, egal. Oh, die Frage ist, wo war jetzt der Safe? Er macht sauber. Ist wieder die Treppe meines Ladens. Oh, er scheint nicht so sonderlich amused zu sein. Okay, jetzt haben wir zum Beispiel Tab. Oh, I'm sorry. I'm sorry, ich wollte dich nicht zum Stolpern bringen. Jetzt haben wir tatsächlich die Tatzenabdrücke durchs Dings laufen. Bei der blauen Farbe hatten wir es nicht. Oh,
Ach, Vodafone, was ist denn da los jetzt? Ich bin Upload-RIP oder ist OBS gerade rumspacken? Das streame ich nie, ne? Ich wirklich, ich habe seit 2-3 Wochen nicht gestreamt. Und an dem Tag, wo ich streame, ist mein Upload-RIP oder was? Mal gerade gucken, wenn ich einen Speedtest mache, was der Vodafone-Speedtest gerade sagt. Ob es wirklich mein Internet ist oder ob irgendwas anderes rumspackt. Moment, ich bin kurz mal richtig RIP wahrscheinlich kurz. Okay, Download ist wie immer gut, obwohl, ne, auch nicht wirklich, ja doch, doch, Download ist wie immer gut, 49 Mbit. Dann Upload. Ja, okay, und der Upload ist quasi hinüber, I got it, okay, ich hab's verstanden, okay, Upload ist quasi RIP. Also wirklich gar kein Upload vorhanden. Ja, tut mir leid, Leute, dass es da so rumspackt jetzt gerade, ich hoffe, das fängt sich gleich wieder. Das ist auch wieder so typisch Vodafone, Mann. Richtig nice. Es schwankt halt auch literally zwischen 5 Kilobyte die Sekunde und 6000 hin und her. Weiß nicht, was Vodafone gerade schon wieder da macht am Abend, aber naja, es ist halt Vodafone. Okay, hier ist auf jeden Fall das Ding, weil wir können ja mal zu dem, nee, warte, zum Safe wollten wir erstmal gehen. Der war hier, ne? Okay, nee, das funktioniert nicht. Okay, das scheint also doch irgendwas anderes zu sein. Ich kann hier nämlich nichts. Okay. Okay. Scheint also was anderes zu sein, was wir da gerade bekommen haben. Aber wir können auch trotzdem schon mal einen Energy Drink abgeben. Vielleicht können wir damit mit den anderen Sachen dann irgendwas anfangen später. Wir könnten auch mal die Sachen, die wir jetzt gefunden haben, den anderen Leuten zeigen. Achso, ja, okay, nee, das geht nicht. Aber wir könnten hier Notenblatt oder was war das? Liegt Zeug des Hinterlands unserer Vorfahren. Okay, ich denke mal, so ein Notenblatt wird wahrscheinlich mehr Sinn machen. 3 Dosen Energy Drink. Okay, aber hier, das können wir uns kaufen. Okay, Gegenstand. Sehr schön. Okay, 4 von 8 Notenblättern. Egal, das. Okay, haben wir immer noch nicht das Dings gefunden. Okay, fängt sich wohl davon jetzt wieder. Jetzt gerade sieht es besser aus. Ich hoffe, das ist wirklich nur eine einmalige Internet-Connect-Geschichte gewesen. Das fängt sich jetzt wieder und ich habe jetzt stabiles Internet den restlichen Abend, aber ich kenne wohl davon. Wahrscheinlich nicht. Aber ja. Wenn es wieder läuft, dann ist ja gut. So, das Ding ist halt, der Schlüssel scheint also nicht für den Safe zu sein. Zumindest konnte ich. Oder Moment, oder kann ich den irgendwie benutzen? Warte, ich gehe nochmal ganz. Ich habe gerade vergessen, dass ich die Gegenstände auswählen kann irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass es dafür ist, weil es ist ja auch ein Code, den man eingeben muss. Anderes ist eher ein Schlüssel, den wir haben. Ne, ich kann hier gar nichts anderes machen. Ich muss hier einen Code eingeben. Folgt, da steht folgt den Zahlen geschrieben, aber es sieht aus wie eine binäre Sprache, eine Abfolge von 0 und 1. Und in irgendeiner Weise entschlüsseln können. Wahrscheinlich hat er was mit diesem Safe zu tun. Okay, got it. Okay. Und was war das andere jetzt? Noch ein Schlüssel. Wir müssen jetzt herausfinden, was er öffnet. Okay, got it. Ja, okay, alles klar. Er ist genauso schlau wie wir. Gut, gut, dass wir das rausgefunden haben und ich mache mal versehentlich das Licht an. Okay, ja. Okay, wir wissen noch nicht, was der aufmacht. Die Frage ist, ob wir nochmal nach oben sollen oder ob wir oben alles entdeckt haben. Ich glaube, ich gucke mich hier unten nochmal kurz um, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Ja, hier war ich zum Beispiel noch nicht. Gefälscht, aber schön, okay. Okay, der sagt dasselbe, was der andere. Okay, wir brauchen irgendeinen Technik-Freak. Nein, danke, ich habe keinen Durst. Wir kennen so mehr, tut mir leid. Vielleicht, aber das könnten wir natürlich dem Musiker geben, ne? Fällt mir gerade so ein. Ein Schlüssel, was kann man damit öffnen? Ja, das wüsste ich auch gerne. Okay, und das ist alles klar. Was ist Y? So. Okay, er ist verliebt.
Okay, das mögen die. Okay. Ist doch alles Quatsch. Okay, die glaubt da nicht drin. Okay, ja, die sagt dasselbe. Dann danke sie auch keinen Durst. Okay, das ist auch dieselbe Nachricht. Okay, alles klar, die wissen es noch nicht. Okay, got it. Okay, wir müssen irgendeinen Technik-Dude finden, der den Kram da findet. Und wir müssen auf jeden Fall noch zum Musiker und gucken, ob wir dem das Notenblatt irgendwie geben können. Ob dem das irgendwas bringt. Okay, sehr gut. Tauschhändler, Supersprit-Wäscherei. Sehr gute Information auf jeden Fall. Brauchen wir nämlich unseren Supersprit-Reinigungszeug. Omas Kleidung, Elliot-Programmierung ist auch ein sehr guter Punkt. Okay, alles klar. Okay, we got it. Und Omas Kleidung, keine Ahnung. Okay, das ist auf jeden Fall... Supersprit ist links. Da stehe ich auch sagen, Supersprit ist links rum. Also wahrscheinlich irgendwie da lang. Oder hier hoch, kann auch sein. Omas Kleidung, Elliot-Programmierung. Okay, also spielt erstmal keine Rolle. Wir rennen dann vorum und gucken, ob wir irgendwas finden. Okay, hier geht's auf jeden Fall rein. Ich bin kein Zork. Nein. Sie sehen niedlich aus und hören sich auch so an, aber lass dich nicht täuschen, die Dinger knabbern sich durch Metall, sie sind furchterregend. Ist das die Außenwelt von dem Monster? Okay, also die scheinen da nicht wirklich hilfreich zu sein. Nein, danke. Okay, du hast jetzt die ganzen Standardantworten. Okay, alles klar. I got it. Okay, das ist also einfach nur ein normaler NPC, der hier so rum chillt. Moment, wir haben noch nicht angemiaut. Okay, was ist das für ein... Das war das Schweißausbrüche? Hier sieht so ein bisschen sweaty aus, weil er nicht weiß, wie er reagieren soll. Das ist so gut, ey. Wie einfach jeder unterschiedlich reagiert, ey. Willst du etwas? Oh, Himmel, ist ein schönes Konzept. Okay. Okay, aber der kennt das, okay. Auch ganz schön undicht hier, das, die Bar. Lustig, ich hätte gesagt, er hätte vielleicht auch was gesagt zu dem Ding. Okay. Das wissen sie ja, die wissen alle nicht, was man damit öffnen kann. Okay, got it. Hat er vielleicht einen Energy-Drink hier drin? Nein. Aha. Da steht ein Code an der Tür. Könnte aber auch ein Geburtsdatum sein. Okay, da steht da Olaf. Wie Olaf gleich 7. 1283. Ich will das einfach mal gerade checken mit dem 1283. Aber wir müssen auch nochmal nach oben gehen, weil wir gehen erstmal nach oben. 1283. Erinnerung gefüllt, got it. Und noch ein Notenblatt, sehr gut. Wir haben schon 5 von 8, perfekt. Oh, das sieht nicht nett aus. Also anscheinend kommt man hier nicht so ohne weiteres in die Außenwelt. Humans personal only.
Mhm, nice. Die Physics sind schon gut von dem, sind schon gut von dem Game. So, aufs Handy gucken. Okay, so. Hier oben war, glaube ich, nichts. Aber oben muss doch irgendwas sein, oder? Also halt ein Notenblatt, okay, aber ist hier noch mehr? Will halt nichts verpassen, ne? Whisky in der Dings drin. Keine Ahnung. Es sieht nicht so aus, als ob hier oben noch irgendwas wäre. 283, oder? 1283. Thomas Kleidung, okay. Müssen wir da auf jeden Fall auch mal abchecken. Ich will jetzt kurz 1, 2, 8, 3 checken. Hallo, hallo. Okay, da kommt. Ach, hier sind wir angekommen. Okay, egal. Ja, oh. Wow, Alter. Was ist denn das? Da lang, ne? Das wird nicht der Code sein. Okay, ist ja doch. Wie gesagt. Da ist auch noch ein Notenblatt drin. Cool, okay. Geil, nice. War das doch, ich dachte, das wäre nicht der Code, weil wir noch diesen Binärcode da haben. Und ich dachte mir, wenn wir den Binärcode da irgendwie entschlüsseln müssen, wäre das ja Quatsch, wenn das der Code für den Safe wäre. Aber das war der Code für den Safe. Ich frage es ja trotzdem nur, ob dieses Binärcode-Ding nicht vielleicht noch für irgendwas anderes gut ist. Okay, dann gehen wir mal Omas Laden nochmal. Okay, also Vodafone scheint sich beruhigt zu haben. Es ist wieder gut jetzt mit dem Internet. Ich hoffe, es bleibt jetzt auch so den Abend. Oh. I'm sorry. Okay, dann juckt ihr nicht wirklich. Ah, hier ist der Programmierungstyp. Der Typ von Wart müssen wir öffnen. Okay, können, machen wir gleich. Ich gucke hier noch gerade mal. Ist etwas? Zeigen wir mal das Programmierungsdings. Ne? Hab ich die jetzt nicht mehr, oder was? Ich glaube, ich hab die nicht mehr. Ah, die scheint weg zu sein jetzt, weil wir jetzt das Ding schon gelöst haben. Okay, na gut. Also hätten, okay, anscheinend hätten wir, okay, jetzt, wir haben anscheinend, ja, das übersprungen. Deswegen habe ich dieses Teil jetzt nicht mehr und kann es jetzt nicht mehr, ihm zeigen. Ist weg jetzt. Okay, also haben wir anscheinend, abgelegt jetzt. Ja, okay. Okay, also. Anscheinend brauchen wir gar nicht mehr rein, aber ich werde aber trotzdem klopfen. Mit dem es wahrscheinlich geben. Okay, das wissen die alle nicht. Okay, und das ist auch nicht so, dass den Binärcode haben wir nicht mehr, weil wir jetzt das Rätsel schon gelöst haben mit der Dings, aber wir können trotzdem mal. Ah, ja, ist ja allein schon das Notenblatt. Okay, da steht jetzt Notenblatt 3 von 8. Also entweder ist das jetzt Nummer 3 von 8 und wir haben eigentlich schon viel mehr jetzt. Oder 7 von 8, 4 von 8.
Ach, ja, genau. Okay, I got it. Okay. Es gibt verschiedene Notenblätter. Wir haben jetzt nicht 7 von 8 oder 8 von 8, sondern wir haben Nummer 3 von 8 oder Nummer 4 von 8 und so. Das heißt, es fehlt noch 1, 2. Ja, 1, 2 und noch irgendwie 7 oder so. Nee, oder ich glaube nur noch 1 und 2. Genau, was da steht. Oha, mega fancy. Ja. Oh, das ist aber nett. Nice. Muss ja ein Licht reinlassen hier. Die Zockerbude hier. Ah, das ist ja J, okay. Dann können wir jetzt leider den Binärcode nicht mehr geben. Schade, okay, also sind wir quasi. Ja, dadurch, dass wir uns jetzt gelootet haben, haben wir diese Questline quasi nicht mehr offen. Schade. Okay, ja, okay. Also anscheinend bringt das hier nichts mehr. Okay, ich glaube, für die Noten sollen wir nehmen. Sollten wir echt mal diese Musiktypen da geben. Also anscheinend brauchen wir ja nichts mehr machen. Okay, schade. Moment, kann man durch das Fenster irgendwo anders hin, wo man sonst nicht hinkäme? So aus, oder? Obwohl, oh, wir können hier rüber. Ja, ob wir das sonst gekonnt hätten. Ja doch, wären wir sonst auch gekämpft. Okay, nice. Ah ja, okay, also für sie brauchen wir einen Stromkabel und kriegen einen Poncho. Okay, got it. Oma spricht, okay. Oma Android vor allem. Okay. Ja gut, das heißt wir müssen zu diesem komischen dabei noch irgendwas ausgeschildert zum Thema, ne, zum Thema Dingens und so. Ich weiß nicht mehr, hier war das Schild, ne? Ja, genau hier. So, jetzt die Frage, heißt das jetzt links oder heißt das jetzt links? Ich weiß nicht, gehen wir hier lang? Bar. Wahrscheinlich ist damit gemeint da oben links, ne? Da kommt man nicht hoch. Kommen wir aber genauso hier hin, okay. Hier ist die Bar. Ich weiß nicht genau, wo dieser komische Super irgendwas Laden ist. Und ich will nochmal zu diesem Musikfuzzi. Weiß auch nicht mehr, wo der war. Okay, die Schnelle, keine Musik. Okay, muss das irgendwo zu meiner Tür. Was mit dem hier? Okay, Wissen wir mal genau, wo der Musikfuzzi war? Könnte man auch nochmal nach oben gehen, aber ich, etwa, ob wir oben noch vielleicht mal irgendwas haben, aber. Das ist, glaubst du, hier habe ich schon mal versucht hochzukommen und das hat nicht funktioniert. Wo war denn der Musikfuzzi eigentlich? Ist der hier in irgendeiner Gasse? Achso, ja, das war dem Thema auch schon gequatscht. Okay, hier war die Bar. Okay, got it.
Also ein bisschen orientieren hier, das ist echt sehr verwirrend. Okay, sind wir schon wieder bei dem Ding. Er sagt links auf jeden Fall. Aber ja gut, das zeigt ja so ein bisschen eher in die Richtung halt, ne? Super, super Sprit heißt das, ne? Super, super Sprit. Okay. Und das ist rot. Muss das hier irgendwo sein? Keine Ahnung. Hm. Super Sprit. Das hier ist nicht Super Sprit, das hier sind ja die komischen. Gut, das ist übrigens der Aufzug. Ah ja, okay, das ist der Aufzug, der normalerweise nach oben ans Tageslicht geht, der jetzt aber nicht mehr funktioniert. Hm, okay. Weiß nicht, wo dieser Supersprit-Laden ist, den habe ich jetzt noch nicht entdeckt, tatsächlich. Und hier ging es auch nicht weiter. Ist der vielleicht doch oben irgendwo? Ah, hier, Supersprit. Supersprit. Ach, super. Idiot. Supersprit. Supersprit ist, ja klar. Hab ich nicht übersehen. Hab ihn nicht gecheckt. Irgendwie bin ich jetzt 5 Wochen vorbeigelaufen und dachte immer, das wäre die Bar. Das ist aber nicht die Bar. Das ist hier einfach nur der Laden für die Waschmaschine und so ein Kram. Wir waren da so, glaube ich, sogar schon mal drin. Okay, hier muss irgendein Reinigungsmittel sein, was wir dann tauschen können. Ey, loslassen. Momo oder was auch das? Ja, ja, okay. Das sage ich jetzt nur wegen Momo. Irgendwo muss dieser Superspritz sein. Ich weiß allerdings nicht, wo. Irgendwo oben. Außer der Reichweite von Katzen. Ah, hier haben wir doch was. Ah, perfekt. Sehr gut. Eingetütet. Ich glaube, mehr brauchen wir auch hier gar nicht. Dann können wir jetzt zurück zum Händler. Können da das Ding tauschen gegen dieses gegen das Stromkabel. Haben jetzt immer noch nicht genug Energy Drinks, aber vielleicht kriegen wir die ja noch irgendwo anders her. Das Stromkabel können wir Oma geben und Oma macht uns einen schicken Pulli. Perfekt. So, jetzt gehen wir wieder zu Oma, wo immer die ist. Ich will aber auch eigentlich immer noch diesen Musikfuzzi finden. Ich weiß nicht, wo der war. Das war. Der war in irgendeiner Gasse und hat Musik gespielt. Oder beziehungsweise gesagt, er kann keine Musik spielen. War er das hier? Ah ja. Dann geben wir dir doch Songs. Geringfügig wichtige Informationen. Ja, ist ja fast okay. Okay, nice. Was war denn? Spielt uns Musik, also. Geil. So, dann würde ich jetzt einfach die ganze Zeit weiterspielen, quasi. Hm. Okay, können sie aber auch nicht unterbrechen. Die ist voll in ihrem Element jetzt. Okay. Also das bringt nicht wirklich was. Oh, spielt aber die ganze Zeit Musik. Nice. Ist sie jetzt fertig oder fängt sie neu an? Ah, okay, ist fertig. Okay, wahrscheinlich können wir ihr alle diese ganzen Musikdinger geben. Na komm, dann hören sie gerade alle an, die Songs.
Was? Ja, komm, ich kipp die auf jeden Fall ab. Das ist schon mal gut zu know. Welche nehme ich direkt los? Morgen, morgen. Und wenn die alle hat, dann ist sie vielleicht mega happy oder so, keine Ahnung. Und leser nicht in Ruhe, bitte. Kaum zu lesen, aber ich kann es trotzdem versuchen. Noch eins. Unbetitelt. Hier wird die Noten. Was ich cool finde, ist, dass die Gitarre halt aus einfach so einem Kanister oder so gemacht ist. So ein Benzinkanister. Irgendwie cool. Okay. War jetzt nicht sonderlich lang, okay. Ich glaube, mehr haben wir nicht gehabt. Das waren, glaube ich, alle. Ja. Okay. Okay, also mehr hat sie nicht. Mehr, uns fehlen ja noch ein paar. Ja, was passiert, wenn wir alle erreicht haben? So, wir sollten jetzt folgen zur Oma. Und da die Stromkabel abgeben. Nicht nur Oma wiederfinden. Das ist hier mal ein bisschen verwirrend. Einfach ein bisschen random rumlaufen, irgendwann landen wir schon bei Oma. Oh, hier, perfekt. Tada. Geil. Kann ich das jetzt anziehen? Was frisst denn der Roboter? Das ist nur das Poncho für den Roboter, nicht für mich. Okay, egal. Okay, wir haben Poncho. So, das Ding ist halt, wir müssen immer noch hoch zum Momo. Sonst hatten wir, glaube ich, hier nichts mehr, außer, wie gesagt, vielleicht Energy Drinks oder so. Ich glaube, wir müssen nochmal irgendwie nach oben kommen. Ich weiß nicht mehr, wie ich vorhin nach oben gekommen bin. Bin ich ein bisschen vergessen irgendwie. Irgendwie da lang vielleicht? Möglicherweise. Das ist das ein Weg, würde ich mal behaupten. Ja. Muss gleich mal gucken. Ich gehe jetzt mal so hoch es geht und dann gucken wir mal, wo Momo ist. War hier irgend so ein... Ah, da, okay. Got it. Gucken wir mal, wie wir darüber kommen. Ah, sieht gut aus.
sieht traurig aus. Nicht traurig sein. Diesen scheiß Sendempfänger von sich, scheiß Sendempfänger von seinen Freunden und ich haben zu. Ah, okay, nice. Jetzt spielen wir mal was hier. Glück, okay. Bin nicht so begeistert. Du musst deine Freunde, dass wir ein Ding zu uns verwerfen, das sonst gegeben hat. Andere Notizbücher, okay. Keiner weiß, für was der Schlüssel ist. Aber die hatten wir oben in diesem komischen, in dieser Bücherei bekommen. Vielleicht sollte ich da. Vielleicht soll ich da nochmal gucken. Okay. Also möglicherweise öffnet der Schlüssel jetzt irgendwas in der Bücherei. Wir haben das ja abgebrochen, weil wir dachten, das wäre vielleicht Schlüssel für die andere Geschichte da. Oh, wie realistisch der Kühlschrank einfach aussieht. What the fuck? Das ist mega cool. Was? Okay, okay, ne, keine Tüte über den Kopf, bitte. Dieses Buch, das? Ich frage, ob es jetzt bei ihm alles in der Wohnung ist, die Notizdinger. Das wäre irgendwie weird. Backroom 2. Okay. Kann sich sein Name erinnern. Kommt bestimmt irgendwann zusammen wieder. Okay, das sieht nice aus. Das Bild. Ja, wir müssen auf jeden Fall immer noch mal. Okay, ist auch noch irgendwas. Ein großer blauer Himmel wird dahinter nicht sein, weil wir sind ja runtergefallen aus der Stadt. Das heißt, wir sind im Untergrund und da drüber ist noch eine Stadt. Und da drüber ist vielleicht nochmal eine Kuppel, I don't know. Okay, ja, mal Kühe anscheinend. Okay. Ah, okay. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, hier haben wir nichts weiter. Außenwälter. Okay. Hier hinten waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ah, doch, es war das, wo wir. Naja, gerade. Da waren wir schon. Ah, okay, das ist die Bücherei, wo wir vorhin waren. Ja, okay. Ja, da wollte ich eh nochmal hin. Gut, dass du weißt wenigstens, wo ich da hinkomme. Oh, das ist gar nicht die Bücherei, oder? Ne, das ist gar nicht die Bücherei, das ist irgendwas anderes. Okay. Was ist für eine Bücherei gewesen, sieht so aus.
kann man auf jeden Fall noch durch das Tor, aber hier ist sonst auch nichts weiteres, ne? Sehr gemütlich auf jeden Fall. Notizbuch von Clementine. Okay, das können wir auf jeden Fall Momo geben. Okay, okay, also wir können direkt mehrere anscheinend suchen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt direkt damit zum Momo zurückzurennen, sondern sonst eher die von den anderen Leuten finden. Und noch ein Notenblatt, sehr gut. 6 von 8 aus. Okay. Aber sonst ist nächstes nur das Dings von Clementine. Also ich würde, wir sollten uns allgemein irgendwie angewöhnen, wenn wir irgendwo sind, dass wir auf jeden Fall nach Notenblättern Ausschau halten, weil ich glaube, dass da fehlen auch noch ein, zwei oder so. So, die Frage ist, wo war jetzt die Bücherei? Ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Das war ja mehr so random. Ich bin einfach irgendwo hingegangen. Ich würde ganz gerne die Bücherei nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Nehmen wir noch ein Notiz-Dingsblatt. Na, oder nicht? Ja, man macht keine auf, okay. Ja, das ist Momos Ding. Wo war jetzt die Bücherei? War die da hinten? Könnte sein. Ich glaube, das war das, weil da bin ich mit, glaube ich, hochgesprungen. Hier noch irgendwas? Bücherei, perfekt, gerade. So, jetzt. Wir hatten ja den Schlüssel hier vorhin gefunden, also quasi den hier. Den da. Tasten. Schrift zeigen. Genau, das müssen wir rausfinden. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Okay, Zahlungsmittel, gerade. So, für was ist dieser Schlüssel? Die hat ja gesagt, irgendwas mit Safe und so. Genau. Genau, das ist die. Hey Doc, ich habe die Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Genau, und den Schlüssel haben wir auch gefunden. Es reicht nicht, dein Safe in einem Haufen Bücher zu verbergen. In einem Haufen Bücher. Okay, das heißt, wir haben irgendwo ein Safe hinter Bücher. Irgendwie so. Aber ja gut, das ist natürlich auch relativ safe in einem Haufen Bücher zu verbergen. Da können wir noch kratzen an dem Ding. Das macht glaube ich nicht so viel Sinn. Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen. Okay, das ist auch kein Safe. Auf jeden Fall jede Menge CRT-Monitore, ja, okay. Oben kann ich irgendwas machen. Ich denke, hier kann ich irgendwie höher springen. Na, ich komme da nicht hoch. Da oben geht es auf jeden Fall eine Treppe irgendwie lang, also so ein Weg hier oben auch. Das heißt, wir kommen irgendwie nach oben. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Aber nicht von hier. Wie kommen wir da hoch? Naja, da oben komme ich auch nicht hoch. Shit. Leiter kann sie nicht hoch. Leiter kann sie nicht hoch.
Kann aber auch einfach nur Deko sein, dass man da gar nicht hoch kann. Aber hat mich halt gewundert, weil hier... Was ist ein Auswahlding da oben? Da, ob ich da oben was machen könnte. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Und hier oben sieht es aus, als ob man drauf rumlaufen könnte. Aber das kann auch einfach nur Deko sein. Ah, aha. So, sieh mal an. Ja, toll. Jetzt lege ich mit. Okay, wow. Wow. Okay, Katze, alles klar. Okay. I got it. Okay. Alles klar, Katze. Vielen Dank. Vielen Dank für gar nichts. Okay, das bringt uns also nichts. Okay. Safe. Safe in den Büchern. Wir können jetzt hier alle Bücher umschmeißen, aber ob uns das irgendwas hilft, weiß ich jetzt auch nicht. Aha, sieh mal an. Okay, was haben wir denn hier? Aha. Ja, sehr gut. Nice. Perfekt. Notizbuch. Doc, okay. Okay. Okay, wir haben, glaube ich, nur noch ein Notizbuch, haben wir, glaube ich, noch, was wir finden müssen. Ich wüsste allerdings auch nicht, wo wir das herkriegen. Möglicherweise mit irgendwas von den Items wegen dem Energy Drink. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo wir die Energy Drinks herkriegen. Aber hier sind wir, glaube ich, durch. Also nicht, ob wir hier oben schon alles gesehen haben.